Gesicht gewaschen? Und nimm noch Gesicht gewaschen, ach so. Ja. Und nimm noch Creme aus dem, oh, aus dem Schrank. Was wolltest du mir sagen? Nimm noch Creme aus dem Schrank. Guten Morgen, liebe Leute. Die ganze Zeit wach, ich konnte nicht richtig abschalten und schlafen. Ich weiß ja nicht warum. Nee. Frischer als ich auf alle Fälle. Du bist richtig gut gecremt und gewappnet für den kalten, genau, Wintertag. Frisch aus für den Morgen. Und wir müssen jetzt los? Ja, wir müssen jetzt los. Na komm, dann zieh dich mal an. Gut, fahren wir mal los. So. Schon fertig, jetzt sollst du lesen. Sogar Erwachsene können sie es lesen. Ja. Gute Seite. I-N-H-R. L-E-A, Lea, I. Soll es ein N sein? Das, was in meinen Namen kommt. Ein U? Ja. Also andersrum. Lea, Ivo. Ivo. Ich mache mal die nächste Sip, solange du das liest, okay? Hi zum Papa. Hättest du doch bitte. Gut, ja. Gut, dann fangen wir mal an. Wa? Ich habe eingekauft mit meinen Kindern auf alle Fälle. Hyko Wallen. Und sag doch mal, ich mach dir verschiedene Zahlen und du musst sie lesen. Hyko Wallen. Wallen. Meine Tochter kann schreiben. Hyko Wallen. Fakt ist, ich habe eingekauft, ich werde jetzt ein bisschen schnippeln ist gut, ich werde eine ganze Menge schnippeln. Zwiebeln, Speck, Wurst. Oh, dann geht es los, dann machen wir Suppe wieder. Paprika. Na Mensch, Karotten fehlen. Siehst du, das haben wir vergessen. Oh, nee. Die Karotten. Machen wir mal ohne Karotten. Machen wir ohne Karotten. Na gut, machen wir ohne Karotten. Ja, schade ist es trotzdem bei Karotten hören rein. Ich wünschte, du meinst, Speedkauf gibt es Karotten, aber ich weiß nicht, dort gibt's. Oh ja, pass auf mit dem Stift. Gut, ich fange mal an, sonst will ich nicht fertig. Das dauert nämlich ewig. Nur L. Das klingt ja fast viermal von mir. L. Ja. So ähnlich, aber. Mach ich da noch hin an, was alt? Mit alt machen wir auf alle Fälle jetzt 3 Tage zu essen. Mhm. Natürlich dauert auch dein Kochen ein bisschen länger. Na, gucken wir mal.
Jo, Mensch, Wurst haben wir. Papa, ich liebe mal in einen Topf. Hab ich hingeguckt, aber dann habe ich gesagt, wir sollen Augen halten. Weil der Zwiebelduft kommt nach oben. Oder? Genau, so Zwiebeln haben wir auch jetzt. Und deswegen habe ich gleich mal meine Augen gehalten. Gut, Paprika haben wir auch. Paprika ist aber alle. Tada! Cool. Was macht man da, Lumen? Na, kann man sich nur einfach so angucken. Und was soll das da sein? Das kann man ins Haus ziehen. Mehr Kartoffeln gibt es jetzt nicht, jetzt haben wir ja noch Kartoffeln. Die haben wir ja nicht. Was heißt denn, was zwei Netze gekauft, alles voll, kommt jetzt halt da rein. Was denn? Achso, zum Stehen, ja. So, jetzt muss es kochen. Dann gucken wir, wie es aussieht. Na, noch sieht es nicht süß aus. Ja, Luki, du hast so eine negative Grundstimmung. Was ist denn passiert? Hm? Hey, wir haben heute bloß noch einen Test geschrieben. Ah, und? Also, das war nicht der. Das war nicht und? Der. Ich habe eine Aufgabe bloß nicht geschafft, aber ich habe nur eine kleine Tüte geschafft. Wow, nee. Aber den anderen Test für den, der richtige Test, den schreiben wir erst. Also das ist ja das andere, der echte Test ist ja Sachko. Wir haben einen Deutsch-Test gemacht. Gut, die Suppe von gestern ist jetzt perfekt durchgezogen. Ich habe einen Kühlschrank gemacht. Super lecker. Also mir schmeckt's. Ist ja, die Familie hat gestern ja nicht so doll gegessen. Irgendwie, Anouk ist total schlecht drauf heute Morgen. Komisch. Meine Fresse tut weh, das sind für Pickel, ey. Bist du mit mir schwanger? Ich bin mit dir schwanger, ja. Die Hormone. Ich keine Ahnung, ist ja nicht, ob das so lange dauert, wie gesagt, aber. Okay. Ja? Okay. Vielleicht geht's auch schnell. Ja. Ist ja nur ein Baum. Wahrscheinlich ist es jetzt so eine riesen 150 Jahre alte Eiche. Genau, total verzweigt, wo du eine Zweige drin krabbeln musst, alles abseilen. Das dauert natürlich länger. Und die fette eigene Stadt im Baum sind. Das dauert natürlich länger, weil es auf Straßenland ist, wahrscheinlich. Also ich gehe mal davon aus, dass es ein Straßenbaum ist. Du musst ja absichern. Und den musst du ja alles abseilen, alles was du abschneidest. Ja. Kannst du nicht runterwerfen. Also das ist ja nicht so wie, ne, wie im Garten oder so. Das ist schon was anderes. Oh aber ich bin guter Dinge. Sonst würde ich mich jetzt wieder hinlegen. Ich habe auch gerade schon überlegt, wie ich mich wieder hin. Gut, geht los. Was für eine Fahre, ey. Am frühen Morgen. Und doppelt.
zeig mich durch die Stadt gequält von Anouks Schule. Quer durch die Stadt. Jetzt bin ich gleich in Tegel. Oh, was ist denn das, ey? Kommt man da überhaupt nicht rüber, ey? Was ist denn hier los? So, jetzt muss er aber fahren. Oh. Ne, jetzt fahren wir Holzhauser Straße wieder runter. Die Gurke macht ja nun wirklich überhaupt keinen Spaß. Vor 15 Jahren bin ich die Strecke jeden Tag gefahren. Aber da war noch lange nicht so viel Verkehr. Wie früher. Fleischsalatbrötchen und was zu trinken. Wie früher. Schauen wir mal. Morgen, mein Lieber. Das tut mir leid, das ist ein Stau unterwegs. Das ist unglaublich. Na, wem sagst du das? Wenn quer durch die Stadt geeiert? Ja. Hätte ich das schon wusste. Nein, das ist ja von Mühlheim aus. Also fängt ja an, wenn du Pablo in die Ruderstraße bist. Das ist ja alle dicht. Dann Dorfeldstraße, das ist ja dann die Autobahn. Falsche Prinz. Ja, falsche Prinz. Ja, die sind ja hier alle nicht so gut drauf. Die wollen das hier alles wohl verschachern, bin ich ja auch nicht für. Finde ich ja schön hier, das alte ja, Wasserwerk. Ja. Aber dann sind sie ja selbst schuld, wenn sie das hier verkaufen, oder? Also der Eigentümer will das verkaufen und die Pächter... Naja, der Eigentümer ist wahrscheinlich die Stadt. Ja, ist das okay, oder soll ich nochmal... Sicher ist das okay. Soll ich nochmal einen Arm nehmen oder wo ist das? Ja, sie kennen sie nicht mal eben will. Irgendwo nicht drauf, wie sieht's aus, wenn man ein Auto braucht und kriegen die Fender? Ja, nee. Na gut, dann kann ich gerade verstehen mit ihm die Fender, aber aber nicht bei dir. Na gut, der kennt dich jetzt nur nicht, aber du bist ein guter Autofahrer und ja. Sag mal, gib mir mal deine Frau aus Borg, ich meine, ich buch gerade eine. Nein, das ist ja nur noch anders. Ja. Bei dir eine halbe Stunde.
Ach, hör auf, ey. Oh. Unglaublich. Machen wir. Ich nehme mal kurz den Kaffee holen und guck mal an, weil ich diesen Auto weg. Ja, wir können ja das Auto auch wegnehmen. Ja, ich habe eine scharfe Kette, das geht tatsächlich. Das, wirklich, kein Witz. Das ist ja auch Aluminiumblock. Kommst du zum Kaffee oder? Ich komme mit zum Kaffee. So, bist du dir sicher, dass der Baum ist? Komm mal da mal. So. Wahrscheinlich der da, die Fichte da. Kenn ich doch. Wie ist es? Ich glaube, wir bräuchten wir auch etwas länger. Den Weg sind wir ja in 3 Stunden durch. Ach, Mensch, guck mal. Aber 2 oder 3 Bohnen. 3 Bohnen ist ein kleines bisschen kräftiger. Ja, ich bin gar nicht so kräftig. Willst du? Nee, auch die zarte Mischung. Die zarte Mischung. Oder? Ja. Ich verfüge über genug eigene Stärke, da brauche ich eine Kaffeebohne. Ja, so sparsam wie du mit deiner Stärke umgehst. So, 45 bitte. Da fällt mir doch glatt der Euro aus der Hand. Doch. Aus der Hose, sei ehrlich. Ei aus der Hose. 150 Cent. Wir haben eine Druckerei zu Hause. Dankeschön. Oh. Ich hab jetzt Eier und alles. Ja, Mann. Hm? Der junge Mann ist aber auch nett. Guck mal, Eier. Ja. Ein bisschen Kakao rüber. Ein bisschen Milch dazu gerne. Ja, das ist ja voll. Ach, Scheißendreck. Da passt eine Sperre drin. Ist der so heiß, da kann man hier sofort trinken. Ja, wir haben ja auch Zeit. Wir sind noch ein paar Stunden so, hier. Bis einmal. Das schön, dass ich dich treffen konnte. Das ist doch wirklich auch mal was Positives. Haben wir hier einen Polier oder so einen Scheiß? Mit dem Vorarbeiter? Aber es geht ja um die Baustelle hier offensichtlich. Projektmobilien. Na, meine ich doch. Wo ist denn das Büro? Hier. Arbeitet nur keiner. Das ist ja wieder so eine Absprache hier, das ist unglaublich. Also wir stehen jetzt hier auf der Baustelle, jetzt haben wir 2 Bäume zur Auswahl, einer muss weg. Das können wir uns nicht aussuchen. Könnte man denken, der hier vorne, aber... Man weiß es nicht. Gut, weil da ein Container steht, wegen abgesperrt oder so. Nicht, dass der das ist. Erkannt habe ich das nicht, aber wenn du sagtest, dass alle Triebe abgeschnitten, dass nur noch Holz da ist, also hast du dann wahrscheinlich auch... alles klar, also hast du da 2 Starkäste abgenommen, einer Seite? Das war schon ein bisschen... Okay, ich kick auf die Bilder. Ist schon ein bisschen länger her, Dennis, seit er da gesägt wurde. Ja, na, dann kann das nur der sein. Da sind 2, die weg sind, dann kann das nur der sein. Das ist dein Kaffee. Ja. Danke. Wo hat mir Kaffee gelassen? Ach da. Ah, oh, Mensch. Sollen wir vorher noch mal ein Aufmaß machen?
ein Aufmaß machen vorher, abfotografieren, wie ich das so sagen nachher, da ist irgendwas passiert. Wir werden diesen Land kaufen. Wo soll er denn hin? Also auf die Seite. Für mich raus? Ja, der reicht, wenn er hier ist. Auf die Baustellen. Mit dem der Dienst in der Ecke geht. Das ist ja wie der BMW. 3 Stunden oder so. Wie der BMW? Ich muss erstmal die Schaltknöpfe suchen. Wie das funktioniert. Ich will gerne, wenn die in so ein Auto einsteckt, macht das auch mal. Schauen wir mal, dann sehen wir schon.
So, jetzt sieht man die von hier ja nicht mehr. Jetzt mache ich mal nach hier. Ist ja der Haufen im Weg.
So, gut, der Baum liegt. Was soll man sagen? Jetzt sehen wir gleich was essen. Mach mal die Kamera aus, bevor die Akku alle ist. Also wir sehen uns gleich nochmal. So, zu Hause sind wir angekommen. Auch schön. Nuki kommt. Oh, so, so spät, wa? Ja, der Flughafen-Tag hier abgehauen. Ist doch normal, oder? Hey, na, ich bin auch gerade gekommen, du. Alter, Drip. Siehst du? So geht es. Heute nochmal. So geht es nochmal. So, kommen wir noch zu Hause an. Hier ist das totale Chaos wieder. Wie immer. Kommt man ohne raus. Ja, ja. Okay, dann gucken wir nochmal. Ja, dann gucken wir nochmal. Und ich bin, ich würde mal sagen, ich schneide jetzt den ganzen Rotz zusammen. Mama. Von den letzten zwei Tagen, drei Tagen. Mama. Mama ist wieder da. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Morgen geht's weiter auf dem Grundstück. Heute haben wir nur einen Baum umgelegt, aber den mit Stil. Also bis morgen, macht's gut. Und ich hoffe, euch gefallen die Videos, auch wenn sie jetzt nicht täglich kommen, weil ich immer ein bisschen sammeln muss oder so, bis ein bisschen Material, brauchbares Material zusammenkommt, wenn ich nichts zu tun habe. Naja, dann gibt's halt nichts zu tun, nichts zu sehen. Guck mal, was rumgeschrieben habe, aber es war ein Scherz für Anouk von 3 Fragezeichen, I love you, aber es war ein Scherz. Och Mensch, ja. Los, ich liebe dich doch. Okay. Ist doch gar kein Platz für jemand anders, was soll denn das? Meine Tochter kriegt Scherzliebesbriefe nach. Die, ja, die sollen sich mal hüten. So, also wir sehen uns morgen. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Oder übermorgen. Genau, heute kommt nochmal ein Vlog. Und dann muss ich sagen, sind wir ja 2 Tage wieder unterwegs. Da kann ich nicht schneiden. Und dann kommt wieder einer. Und dann ist aber die geballte Ladung. Ich krieg die volle Ladung. Also bis dann. Macht's gut. Ciao.